Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir Influencer-Produkte, weil die sind ja gerade so ein Hype. Montana Black hat ja auch jetzt so Energy-Dosen rausgebracht. Habe leider nur zwei Stück bekommen. Ich versuche jetzt mal die dritte Variante noch zu kriegen, und zwar fehlt mir noch Kokos. Das würde ich gerne mal ausprobieren und testen, aber ich möchte euch jetzt nicht nur zwei Dosen zeigen, deswegen kann das ein bisschen was länger dauern, bis dieses Video kommt. Aber der liebe Knossi, also ist auch ein berühmter Streamer, der hat auch was zu trinken rausgebracht. Und zwar Alge. Und was Alge kann, wie Alge schmeckt, das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch mit diesem Video gute Unterhaltung und viel Spaß. Nehmt euch einen Kaffee, lehnt euch zurück. Let's go. Ja, hier haben wir jetzt die drei Dosen Alge in der Geschmacksrichtung Cola mit Rum. Erstmal ein kleiner Disclaimer. Alkohol ist nicht gesund. In kleinen Maßen genießen, okay, aber nicht jetzt hier sich besaufen bis ins Koma. Dann haben wir hier was Cooles, und zwar Algo to go, Wodka Lemon. Und dann haben wir hier noch Limettengeschmack, Koffein, Erfrischungsgetränk. Ja, so ein reines Erfrischungsgetränk. Ja, und wir schauen uns jetzt die Sachen mal an. Mal gucken, wie sie schmecken. Deswegen haben wir hier auch schon ein Glas bereitstehen. Falls noch nicht geschehen, Daumen rauf, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. So, ja, hoffe ich schlag gut. Ja, ganz normale, dunkle Cola, wie man es kennt. Geruch riecht so ein bisschen wie Cola Light. Ja. 75% Koffeingehalt, erfrischendes Getränk, 25% Rum mit Farbstoff. Ja, es schmeckt wie so eine Cola Light Geschichte mit, ja, mit Rum drin. Aber auf jeden Fall köstlich. Kann man jetzt nicht meckern. Also jetzt eiskalt, so mit Eiswürfeln und so, also Crash-Eis oder so. Echt geil. Sehr, sehr erfrischend. Ja, ich würde mal sagen, von 10 Punkten gebe ich dem Getränk jetzt hier schon mal eine gute. Ja, weil es Light ist, also vom Light-Geschmack her würde ich mal sagen, eine gute 8 Punkte. So, nun schauen wir mal Wodka Lemon an. Ja. Ja, gucken. Ich bin zu faul zum Spülen, deswegen nur ein Glas. So. Ja, mal eine Riesensauerei hier auf jeden Fall. Ja, klar. Riecht. Riecht aber komisch. Ein Geruch? Der Geruch ist ein bisschen merkwürdig. Kann ich jetzt nicht zuordnen. Das riecht nicht nach Limette, das riecht auch nicht nach Wodka. Riecht so, keine Ahnung, komisch auf jeden Fall. Probieren wir jetzt natürlich auch mal. Was soll ich jetzt sagen, ne? Es schmeckt limettisch, ja. Wodka auch, aber nee, also geschmacklich finde ich das jetzt überhaupt nicht so geil. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also, so leid es mir tut, mir schmeckt es jetzt nicht. Deswegen gebe ich jetzt eine Bewertung von, ja, Design sieht cool aus, auf jeden Fall, so schon mit dem Grün. Ja, ist jetzt, wie gesagt, große Geschmackssache, aber ich gebe der Sache jetzt maximal mit gutem Willen eine 3. Also das ist jetzt nicht so mein Geschmack. So, jetzt kommt ein alkoholfreies Getränk, also ohne Alkohol. Und zwar ist das hier Limette-Geschmack, also ganz normale Limette. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so schmeckt wie das, weil da ja auch Limette drin ist, nur mit Wodka. Ja. Gut. Ah, ist okay, ist ein bisschen grün. Grün gehalten, ne? Ein bisschen dünn im Geschmack, ja. Leichte Säure kommt durch. Ja, ich muss aber sagen, ist auf jeden Fall ein interessantes Erfrischungsgetränk. Nicht so süß, nicht so sauer. Erinnert mich auch an irgendwas. Ich weiß jetzt nur noch nicht an was. Keine Ahnung. Ja, ich muss auch sagen, geschmacklich gut. Deswegen bekommt das Getränk von mir
auch eine solide Note 8, weil geschmacklich war Cola und jetzt hier Limette fand ich am besten. Geschmacklich sind sie okay, sind jetzt keine Überflieger. Okay, die Cola hier, die feiere ich, die würde ich jetzt auch häufiger kaufen, weil ja, der Rum schmeckt ganz lecker, die Cola Light, also ist, ich weiß gar nicht, ist jetzt hier Cola Light drin oder nicht, keine Ahnung. Kann man das hier irgendwo erkennen? Ne, leider nicht. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst, ob da jetzt Cola Light drin ist oder irgendwie sowas. Weil es schmeckt auf jeden Fall wie so eine Cola Light. Ja, wie gesagt, geschmacklich Cola finde ich ziemlich cool. Das hier Limette ist nicht so jetzt mein Ding. Vielleicht gibt es ja Leute, die das mögen. Ich mag es jetzt nicht. Und jetzt die reine Limette ohne Alkohol, muss ich sagen, schmeckt auch sehr, sehr gut. Sehr erfrischend auf jeden Fall. Ja, hab da was Gutes auf den Tisch gezaubert, Knossi und Konsorten, die Mitentwickler und so weiter. Hoffe, da kommen noch mal ein paar andere Geschmacksrichtungen. So Orange wäre cool gewesen, so Orange-Wodka wäre auch ganz geil gewesen. Na gut, vielleicht kommt da ja noch was. Wie gesagt, ich habe jetzt noch andere Influencer-Produkte hier. Die werde ich auch demnächst zeigen, testen, probieren etc. pp. Leider von Gönnergy habe ich nur 2 Dosen. Die dritte Dose fehlt mir und zwar der mit dem Kokosgeschmack. Also falls ihr die Dose noch irgendwo rumfliegen habt, schickt mir die gerne und dann wäre das super geil. Dann hätte ich alle 3 Dosen, dann könnte ich einen Geschmackstest machen. Ja, das wäre ziemlich cool. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf und ciao, bis zum nächsten Mal. Einmal rechts, einmal links, einmal oben drauf. So. Und wie ihr seht, habe ich die Kiste noch nicht aufgemacht. Deswegen weiß ich auch noch nicht, was mich hier erwartet. Ah. Ja, Verpackungsmaterial, schon mal cool, kann man schon mal gebrauchen.